Der Markt Fleckenfilme hat in dieser Corona-infizierten Zeit wieder ein kleines Stückchen Normalität zurückgewonnen. Die öffentliche katholische Bücherei in der Peter-Paul-Straße, gleich neben dem alten Pfarrhaus, hat die Türen für die eifrigen Leseratten geöffnet. Doch ist diese Öffnung mit einigen behördlichen Auflagen verbunden. Wir dürfen maximal 2 Personen in den Raum lassen, halt auch Mundschutz muss getragen werden. Der Abstand muss gewahrt werden. Wir haben gesagt, gut, eine Mutter, die mit 2 Kindern maximal kommt, das rechnen wir als eine Person. Dann müssen wir haben eine Spuckwand, eine Schutzwand gebaut für unsere Mitarbeiterin, für uns selbst, damit wir geschützt sind, hinter der wir jetzt sitzen an der Ausleihtheke. Ausleihen, die zurückgegeben werden, legen die Leser eigenhändig in eine Box, die dann erst einmal für mindestens 24 Stunden aus dem Verkehr gezogen und anschließend desinfiziert wird. Und wir haben uns mit Desinfektionsmittel eingedeckt. Das heißt, wer hier reinkommt, muss Mundschutz anziehen und die Hände desinfizieren. Wir müssen nach der Ausleihe Flächen abwischen und PC Scanner, diese Sachen, dass man halt eben auch da keine Viren überträgt. Wir haben den Raum hier, Jugendraum heißt der, den wir als ja, sozusagen Wartezimmer noch nutzen können, wo wir auch Abstand haben, wenn dann noch mal mehr Personen da sind, die dann hier warten können, bis dort drüben frei ist, damit man sich im engen Treppenhaus nicht begegnet. Also wir hoffen, dass wir das alles richtig machen. Wir sind ja da auch noch am Anfang. Und wir lernen bestimmt auch in dieser Zeit, wie das am besten zu machen ist. Kaum, dass die Türen geöffnet wurden, waren auch schon die ersten Lesehungrigen auf der Suche nach neuem Material zum Schmökern. Hier gibt es aber nicht nur Bücher in der Ausleihe. Wir haben aber auch noch verschiedene andere Medien. Wir haben zum Beispiel Zeitschriften, die sehr gut gehen. Wir haben Tipptoy-Bücher, jüngere Eltern, Mütter würden das wissen. Tipptoy, auch Stifte verleihen wir. Wir haben Spiele und ganz neu, ja, wir haben auch Filme für Kinder, für Erwachsene und CDs, Hörbücher und ganz neu Tonys. Das ist ja diese kleine Hörfigur, die man auf eine Box stellt. Da haben wir jetzt gerade diese Woche nochmal eine neue Lieferung bekommen und die sind auch schon fast alle eingearbeitet. Da die Verweilzeit in der Bücherei möglichst kurz gehalten werden muss, kann man sich Bücher auch vorbestellen. Frau Rosbach, Sie sind gerade hier, um vorbestellte Bücher abzuholen. Genau. Woher wissen Sie denn, welche Bücher hier sind? Es gibt so einen Online-Katalog, nenne ich es jetzt mal, hier von der Bücherei. Da kann man gucken, da sieht man sogar, welche da sind oder welche schon jemand anders hat. Und den kann man dann quasi in seinen Warenkorb legen und kann die vorbestellen. Ich glaube, das heißt anders, aber ich sage jetzt mal vorbestellen. Ja. Reservieren oder so, ja. Und dann brauchen Sie nur noch herkommen und abholen? Genau, die netten Damen suchen dann das dann schon raus und dann brauche ich nur noch mein Päckchen mitnehmen. Cool. Ja. Sind Sie oft hier, also wenn nicht gerade Corona ist? Ja, regelmäßig. Mit den Kindern eigentlich. Heute bin ich dann allein gekommen. Da wir ja alle jetzt viel zu Hause sind, lesen wir ganz viel und langsam geht's ins Geld. Und jetzt sind wir heilfroh, dass hier wieder offen ist. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben ja das Motto Treffpunkt Bücherei. In der Regel ist es hier ein Ort, wo man sich trifft, wo man mal miteinander redet, wo man sich über Bücher austauscht. Das darf im Moment leider auch nicht sein. Es heißt schnell abgeben, etwas aussuchen, ausleihen und wieder gehen. Also die Verweildauer der einzelnen Personen soll halt eben auch wesentlich kürzer sein, wie das in der Regel sonst der Fall ist, ja. Für die Risikogruppe, die aktuell das Zuhause nicht verlassen sollte, wurde sogar ein Bringservice eingerichtet. Das Besondere jetzt ist, dass in Zeiten von Corona ja unsere Bücherei lange zu war und ich mir überlegt habe, wo mein solidarischer Beitrag zur Krise ist. Und dann habe ich überlegt, ich bin auch Vielleser, was passiert, wenn man kein Buch hat. Also haben wir überlegt, dass wir unsere Vielleser anrufen und das anbieten. Da wollen wir nicht, dass die hierher kommen, damit die sich hier kein gesundheitliches Risiko aussetzen. Und da haben wir den Bringservice, der
schon immer existiert, aber der jetzt wirklich gut genutzt wird. Ringservice bedeutet, dass unsere Leser, wenn sie nicht in der Lage sind, zu uns zu kommen, Bücher bestellen können, telefonisch oder übers Internet. Und wir bringen die Bücher dann. Um die Bücherei finanziell beweglich zu gestalten, wird im Warteraum ein Flohmarkt eingerichtet, wo man sich auch gebrauchte Bücher kaufen kann. Weil wir ja im Moment überhaupt keine Einnahmen haben und keine Veranstaltungen und wir ja von den Aktionen, die wir machen, sehr viele Spenden auch erhalten, das haben wir dieses Jahr nicht. Jetzt baue ich hier einen Flohmarkt auf für Menschen, die vielleicht das ein oder andere Buch kaufen wollen. Wir haben am Pfarrfest immer einen großen Flohmarkt, der findet dieses Jahr nicht statt und viele andere Veranstaltungen nicht und vielleicht geht ja das ein oder andere Buch sozusagen mit nach Hause. Zum Schluss eine Einladung an alle Filmemacher hier auszuleihen. Wir sind also nicht nur für die Katholiken da, wir sind für alle da. Wir heißen ja öffentliche Bücherei, das heißt, ob jung, ob alt, egal ob Religion oder nicht, dürfen hier ausleihen, sind herzlich willkommen.